Wir gehen jetzt rüber nach Ramstein, denn die Pressekonferenz mit dem amerikanischen Verteidigungsminister Lloyd Austin hat begonnen und wir hören da jetzt rein. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Und es ist mir eine Freude, den Verteidigungsminister sowie den Generalstabsvorsitzenden vorzustellen. Der Außenminister Austin und General Milley werden entsprechende Eingangsstatements abgeben. Und aufgrund des beschränkten Zeitvolumens, das wir haben, möchte ich bitten, die Fragen so kurz wie möglich zu halten, damit alle oder möglichst viele Fragen gestellt werden können. Guten Tag und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir haben gerade wieder eine sehr erfolgreiche Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe abgehalten. Es ist unsere fünfte Sitzung und jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, beeindruckt mich das Commitment, die Verpflichtung der Länder, die hier zusammenkommen, um der Ukraine zu helfen, zu kämpfen. Zum ersten Mal war jetzt auch der Verteidigungsminister der Ukraine, Umerov, dabei und ich möchte ihm danken für sein Dabeisein und wir haben natürlich auch Präsident Zelensky, der am Donnerstag beim Pentagon anwesend sein wird. Ich möchte aber auch an dieser Stelle den ukrainischen Streitkräften gratulieren, die in einem sehr schwierigen Umfeld nach wie vor Fortschritte erzielen. Und diese Kontaktgruppe ist dem Ziel, ihnen zu helfen, nach wie vor verpflichtet. Unsere kurzfristige Unterstützung für die ukrainischen Kämpfer ist wichtig und wir arbeiten gleichzeitig mit der ukrainischen Führung an der langfristigen Verteidigung und Abschreckung. Als Vereinigte Staaten und zusammen mit unseren Alliierten und Unterstützern rund um die Welt werden wir weiterhin eine freie und souveräne Ukraine unterstützen. Die Vereinigten Staaten und die Ukraine und die internationalen Partner haben mehr als 76 Milliarden Dollar an direkten Hilfen bereitgestellt. Und wir werden nach wie vor die Überprüfung natürlich auch der genauen Zuteilung der US-amerikanischen Beitrags durch robuste Überprüfung gewähren. Und wir werden sicherstellen, dass alles, was wir liefern, sicher und entsprechend den Vorgaben verwendet wird. Wir haben Artillerie, Panzerung, Munition und andere wesentliche Elemente der Verteidigung geliefert, um die eingegrabenen russischen Invasoren zurückzudrängen. Es ist natürlich wichtig, dass wir Verteidigungselemente bereitstellen, die auch Leben schützen, wie zum Beispiel Patriot, Hawk oder Iris-T und die verschiedenen Gepard und ISAMs Verteidigungselemente. Das erlaubt es den ukrainischen Verteidigungskräften, ihre eigenen Leute, die zivile Bevölkerung und die zivile Infrastruktur zu schützen. Im Laufe des letzten Jahres hat die ganze Welt erlebt, wie Russland die ukrainische Infrastruktur auf kriminelle Art und Weise zerstört hat. Und Russland hat versucht, ohne Erfolg allerdings, die Dunkelheit und die Kälte dazu zu verwenden, um den Willen des ukrainischen Volkes zu brechen. Darüber hinaus hat natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine Elend weit über die Ukraine hinaus herbeigebracht. Zuerst einmal hat Russland das Schwarzmeerabkommen verlassen. Dann hat Russland ein weiteres Kapitel eröffnet in seinem Angriff auf Nahrungsmittelversorgung, indem Silos und Lagerräume für ukrainisches Getreide direkt angegriffen wurden. Und das ist Teil eines imperialistischen Angriffskrieges. Das bedeutet, dass wir nach wie vor die größte Notwendigkeit in der Ukraine unterstützen werden, nämlich die Luftverteidigung, um die Menschen und die Infrastruktur zu schützen. Aber rund um diese Kriegssituation ist es auch so, dass bodengestützte Luftabwehr eines der größten Erfolgsgeschichten in dieser Gemengelage sind. Es hat dazu beigetragen, die Exportflüsse aus der Ukraine aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist es wichtig, dass die Alliierten der Ukraine nochmal nachgehen, nachfassen und alles, was möglich ist, liefern, um diese Luftabwehr in der Ukraine zu stärken.
Wir sind sehr klar über das, was uns hier in Ramstein nochmal zusammengebracht hat. Es ist der Angriff, der sinnlose Angriff auf eine friedliche und souveräne Ukraine als Nachbarstaat durch Russland. Die ukrainischen Bürger sterben in einem Krieg, den sie niemals gebeten haben. Und Putin glaubt, dass die Zeit auf seiner Seite steht, aber er liegt falsch. In diesem Angriffskrieg ist die Zeit nicht auf seiner Seite und die Welt wird niemals akzeptieren, dass die imperialistischen Ambitionen von Tyrannen und Diktatoren das Recht behalten. Und deswegen haben viele Nationen rund um die Welt sich hier heute eingefunden, um die Ukraine zu unterstützen in ihrem Verteidigungskampf. Und es ist kein Wunder, dass Putin gezwungen worden ist, sich auf Alliierte wie den wie Iran oder Nordkorea zu verlassen. Länder rund um die Welt stehen vereint, um diesen Eroberungsfeldzug Russlands aufzuhalten. Und das alles sollte man nicht unterschätzen, auch die Entschiedenheit der Ukraine und ihrer vielen Unterstützer. Und das bringt mich nochmal auf die wesentlichen Punkte, die wir heute besprochen haben, nämlich die langfristige Unterstützung der Ukraine durch diese Koalition. Wir haben es ja bereits gesagt, dass wir die Ukraine langfristig unterstützen werden. Und unsere Mitglieder in der Ramstein-Gruppe haben das noch einmal bei dieser Sitzung bekräftigt. Im Juni hat Präsident Biden zusammen mit Führungspersönlichkeiten der G7 in einer gemeinsamen Erklärung, und ich zitiere, Russlands illegalen, nicht zu rechtfertigenden und nicht provozierten Aggressionskrieg verurteilt. Diese Führungspersönlichkeiten haben sich verpflichtet, mit der Ukraine langfristig an bilateralen Sicherheitsabkommen zu arbeiten, um die Zukunft der Ukraine zu schützen. Seit Juni haben mehr als 22 weitere Länder sich diesem Vorhaben angeschlossen und sie wollen weiterhin die Unterstützung der Ukraine verfolgen und vertiefen, jetzt und in den zukünftigen Jahren. Und wir werden das in Tat umsetzen. Amerikanische Abrams M1-Panzer werden in Kürze in der Ukraine ankommen und das wird an der Seite der Leoparden, die bereits im Schlachtfeld stehen, zu einer Stärkung führen. In der Zwischenzeit werden wir die zukünftigen F-16-Piloten der Ukraine ausbilden. Und das ist auch Teil unserer langfristigen Verpflichtung gegenüber der Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte. In anderen Worten, andere Länder der Welt werden sowohl kurz- als auch langfristig ihre Verpflichtungen ausbauen. Die Niederlande, Dänemark und Norwegen haben vor kurzem auch angekündigt, F-16-Flugzeuge an die Ukraine spenden zu wollen. Eine wichtige Komponente für die langfristige Sicherheit der Ukraine. Und heute haben wir von Polen gehört, dass seit unserem letzten Meeting zusätzliche wichtige Minenräumgeräte zur Verfügung gestellt hat. Heute werden sie mehr als 100 gepanzerte Transportfahrzeuge liefern. Und ich möchte auch Schweden hier hervorheben, die jetzt im letzten Monat das letzte Unterstützungspaket geschnürt haben, wo Ersatzteile und Munition im Wert von mehr als $300 Millionen zusammengefügt werden. Und Deutschland hat auch Munitions- und Minenräumgeräte und andere Geräte angekündigt. Niederlande haben weiterhin $130 Millionen bereitgestellt, inklusive Munition und andere Fähigkeiten. Diese Koalition, genauso wie mein Land, tut alles in ihrer Macht, um die Ukraine zu unterstützen. Jetzt aber auch langfristig. Wir haben auch unsere industrielle Produktionsbasis ausgebaut, um der Nachfrage nachzukommen, und wir werden nicht aufhören. Heute möchte ich die Kollegenminister dazu aufrufen, noch einmal in ihre Vorräte an 155 mm
Artilleriegranaten zu schauen, um sicherzustellen, dass wir alles bereitstellen, um sicherzustellen, dass die Ukraine in den nächsten Monaten gut aufgestellt ist. In der Zwischenzeit wird unsere langfristige Unterstützung für die Ukraine sich weiterentwickeln durch entsprechend zugeschnittene Kapazitätskoalitionen wie jene, die sich für die F-16-Ausbildung gebildet haben und andere Aspekte. Diese wichtigen Teilkoalitionen werden helfen, die Ukraine eine glaubwürdige Streitkraft für die Zukunft aufbauen zu können. Und ich bin mir der Tatsache bewusst, dass in dem Augenblick, wo wir hier zusammenstehen, mutige Männer und Frauen in ukrainischer Uniform an der Front stehen und sterben. Die ukrainischen Truppen zeigen, wie die moralische Stärke eines freien Volkes, das sich gegen die Aggression und gegen Autokratie verteidigt, aussehen kann. Deswegen möchte ich die ukrainischen Streitkräfte hiermit begrüßen und salutieren und sagen, wir stehen bei euch. Sie kämpfen für eine der großen Sachen unserer Zeit. Es geht nicht nur um das Überleben einer unter Belagerung stehenden Demokratie. Es ist auch der Kampf um eine Welt, wo Autokraten nicht einfach Grenzen neu ziehen können durch Gewalt. Es ist ein Kampf um eine sehr düstere neue Ära von Chaos und Gewalt zu vermeiden. Ein Kampf um eine Welt, wo Regeln eingehalten werden, wo Rechte geschützt werden und Aggression bestraft wird. Die Ukraine hat einen großen strategischen Vorteil und eine richtige und gerechte Angelegenheit und Sache. Und wie Präsident Biden gesagt hat, wird unsere Unterstützung für die Ukraine nicht ins Wanken geraten. Und ich möchte nur noch ein... Soweit der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin, der hier noch mal zum Ausdruck gebracht hat, dass Amerika, dass die Ukraine-Kontaktgruppe die Ukraine langfristig unterstützen wird, dass auch die Demokratie dort langfristig überleben kann. Interessant war aber auch der Nebensatz, dass man eben auch überprüfen wird, welche Militärgüter in der Ukraine ankommen und wie die dann verwendet werden. Also der Hauch eines Zweifels, der war da auch mit noch angelegt.